Grüß euch, liebe Freunde. Ich darf euch heute mitteilen, meine zwei Bücher, die ich geschrieben habe über Bruno Gröning, sind jetzt erschienen. Und das freut mich unwahrscheinlich. Und ich möchte euch diese Bücher heute vorstellen. Unser lieber Freund Bruno Gröning hat uns so eine großartige Lehre mit auf dem Weg gegeben. Und mir war es ganz wichtig, die Wahrheit zu schreiben. Ich habe nichts weg da, ich habe nichts dazu da und ich habe alles so lassen, wie es ist. Und deswegen kommt natürlich in diesen Büchern auch Jesus Christus vor. Bruno Gröning war auf der Bahn Christi. Und das war ihm ganz wichtig. Ja, ich habe hier, ich zeige euch das mal, ich habe hier das große Buch, Der Weg ins Licht durch die Lehre Bruno Grönings. Liebe das Leben, Gott, Gott ist überall. Und zu diesem Hauptbuch habe ich mir gedacht, mache ich nur ein kleines Taschenbuch mit demselben Foto. Zitate für jeden Tag von Bruno Gröning. Ich habe mir gedacht, dieses kleine Taschenbuch, das kann ein ständiger Begleiter sein. Egal wo man ist oder was man auch tut, um an Gott und an die Lehre Bruno Grönings erinnert zu werden. Und ich möchte jetzt euch diese zwei Bücher gerne vorstellen. Der Weg ins Licht durch die Lehre Bruno Grönings. Liebe das Leben, Gott, Gott ist überall. Das Buch hat 228 Seiten und ich habe es wirklich in großer Schrift geschrieben, damit man es auch ohne Brille lesen kann. Was mir oft sehr, sehr wichtig ist und man tut sie einfach viel leichter. Und ich möchte euch jetzt das Inhaltsverzeichnis zeigen, damit ihr auch wisst, was da drin ist. Also erstmal ein Vorwort von mir und mein Anfang, wie ich zur Lehre Bruno Grönings gekommen bin. Dann die Biografie von Bruno Gröning. Und dann kommen jetzt Punkte, die mir sehr wichtig waren. Der liebe Gott, Jesus Christus. Und dann Kernaussagen von unserem lieben Freund Bruno Gröning. Bruno Gröning sprach vom Bösen lösen, Prüfungen. Wir haben eine Lebensaufgabe, das Ziel Gottverbundenheit. Der Mensch lebt nicht nur einmal. Bruno Gröning über das Sterben. Die Ordnung Gesundheit ist Gott, die Macht der Gedanken. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Die Notwendigkeit der Kraftaufnahme. Regelungen. Bruno Gröning und Weihnachten. Gotthörig werden. Bruno Gröning und sein Foto. Bruno Gröning und die Tiere. Es liegt an jedem selbst. Die Seele. Zur Wahrheit stehen. Der freie Wille. Die große Umkehr. Es gibt kein Unheilbar, in der Ruhe liegt die Kraft. Und dann kommt das Einstellen, Anleitung für das Einstellen. Und ich habe das wirklich ganz genau beschrieben, wie man sich einstellt. Damit es auch Menschen, die von Bruno Gröning noch nie was gehört haben, damit die das auch machen können und sich einstellen können auf die göttliche Kraft. Dann habe ich drin einen Vortrag von Bruno Gröning vom 30.03.1956 aus Plochingen. Dann ein wunderschönes Schreiben aus dem Buch von Alfred Hosp. Meine Hilfen und Heilungen. Dann Poesie. Also das ist jetzt nicht nur von Bruno Gröning. Ich habe auch von ein paar anderen, vom Paramahansa Yogananda, vom Meister Ivanhoff. Es sind halt ganz kleine Sachen drin, auch von Albert Einstein. Dann Worte zum Nachdenken und ein Liebesbrief von Gott an dich und die Danksagung. Und das Buch ist dort gegliedert.
wenn man das sieht, da ist die Biografie von Bruno Gröning. Und immer auch mit Absätze drin, weil man sich einfach viel leichter tut, das zu lesen. Und dann geht es weiter, der liebe Gott. Und ich habe mir gedacht, zu diesem Buch, weil das ist doch Hardcover und es ist doch ziemlich schwer. Und jetzt war meine Idee einfach das. Ich mache ein kleines Taschenbuch dazu, das man überall mit hinnehmen kann, das vielleicht der ständige Begleiter wird. Und in diesem Taschenbuch, das hat 102 Seiten, und da ist auch die Biografie von Bruno Gröning drin. Und dann ist das Ganze auch gegliedert, genau wie das große Buch, in Zitate von Bruno Gröning von 1949 bis 1958. Und da geht es um mit Gott, unser Vater, und dann auch Jesus Christus und auch mit lauter Unterpunkte. Und ich finde, dieses Buch ist nicht einfach zum Lesen, sondern wenn man hergeht und sagt, mei, ich weiß nicht, ich brauche halt irgendwas, mir geht es nicht so gut, was soll ich denn bloß da? Und dann schlagt es einfach irgendeine Seite auf, macht es die Augen zu und tippt es mit dem Finger wo drauf und genau das lest es euch durch und ihr werdet eine Antwort finden. Ja, das sind die zwei Bücher. Man kann die zwei Bücher überall bestellen. Auf Amazon, in jedem Buchhandel, in jedem Online-Verlag. Also überall sind die Bücher zu haben. Das große Buch kostet 19,99 und das kleine Zitate-Buch, das kostet 9,99. Und für die lieben Freunde aus Österreich habe ich ein paar Bücher da, weil der Versand von Deutschland ist oft recht teuer. Und wenn ihr ein Buch wollt, könnt ihr euch gern an mich wenden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr jetzt da zugeschaut habt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, der Erlös aus diesen Büchern, den möchte ich gern spenden. Unser lieber Freund Bruno Gröning, der hat nie einen Cent für sich selber genommen oder damals die D-Mark. Er hat es immer die Armen gegeben und er hat immer auf die anderen geschaut. Und das möchte ich mit diesen Büchern auch da. Ich möchte das Geld spenden. Ich möchte einfach arme Menschen, möchte damit eine Freude machen und vielleicht gerade vor Weihnachten ist das eine wunderschöne Sache. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch ganz viel Spaß und viel Fühlen, viel Kraft beim Lesen der Bücher. Danke, pfiat euch!